Hallo liebe Freunde, hier ist er wieder, euer Miesegrau, wieder von seinem Pseudo 7 vs. White Lager. Tja, wie ihr seht, ich bringe mir immer von unterwegs noch so eine Handvoll Polstermaterial mit. Liegt ja wie gesagt genug rum. Ich muss bloß immer mal den Weg hier hoch etwas ändern. Das ist alles. Was habe ich heute vor? Also ich will das Lager jetzt noch ein bisschen nachpolstern, will die Plane drüber spannen. Ich habe mir hier hinten schon eine kleine Schutzwand gebaut letztens, da hat es geregnet, da wollte ich nicht filmen. Zeige euch das dann alles noch ein bisschen von näher und habe mir an meinem Trapperbettchen eine kleine Feuermulde gemacht, um da unten drunter ein bisschen zu heizen. Hat ganz gut geklappt. Was ich heute probieren will ist, es hat ja geregnet, es ist alles nass. Heute früh war sogar ein bisschen Schneegriesel dabei. Wir haben jetzt 4 Grad, ist alles wieder weggetaut. Ich versuche mir nachher hier in diesem nassen Wald etwas Holz und Zundermaterial zu besorgen, um mir dort meine Feuerstelle einzurichten und anzuzünden. Schauen wir mal, wie das klappt. Ich kann natürlich auch grandios scheitern. Es ist wie gesagt alles quitschenass hier. Es stehen teilweise Pfützen in den Buddellöchern vom Öpi, aber wir werden sehen, ob es geht. Gut, ich fange mal an, polster ein bisschen und mache das Lager soweit zurecht und dann sehen wir uns wieder. Also große Mühe habe ich mir nicht gemacht. Ich habe einfach wie immer Totholz zusammengesucht. Das ist wo Fichte, die senkrechten Stangen. Die habe ich mit dem Beil umgelegt und entastet, habe sie reingeschlagen und das andere war so, was ich auf der Erde gefunden habe. Oben habe ich das mit Brombeerranke zusammengebunden. Die ist ja im Winter auch noch grün und biegsam. Ich hätte natürlich auch Fichtenwurzel nehmen können. So, noch mal ein kleines Blick ins Lager. Ich habe mir halt hier eine Grube ausgehoben. Vielleicht 20 cm tief, da hat auch schon mal ein Feuerchen gebrannt vom gestrigen Tag. Und ja, die Geschichte ist recht gut ausgepolstert. Es ist natürlich jetzt alles sackenass, also werde ich wieder meine Plane drüber legen. Und der Hund, der saust immer ringsrum und drüber weg und dann schmeißt er mir natürlich auch mein Polstermaterial wieder runter. Okay. Gehen wir mal auf Suche nach Brennholz und dass wir uns die Feuerstelle mal anmachen können. Okay, bis gleich. Tja, hier hatte ich letztens schon mal angefangen. Da hatte ich Äste abgebrochen. Und wie man an den Bruchstellen sieht, ist das Zeug noch nicht so ganz trocken. Aber es hat trotzdem funktioniert. Man muss halt die Rinde abmachen. Und dann geht das schon. Okay, ich ernte mal ein paar davon. So, das ist nun die Ausbeute von 2 Minuten. Wie gesagt, es ist relativ trocken, aber nicht ganz. Was brauchen wir noch? Am besten Birkenrinde und vielleicht noch ein bisschen Buchenholz. Da hinten liegt noch so eine alte Baumkrone. Mal sehen, ob ich da was davon abmachen kann. Okay.
So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen äußerlich nassen Kuchenast, ein paar Fichtenzweige, die relativ trocken sind, und ein bisschen Birkenrinde. Ich mache das jetzt mal klein. Wie das geht, brauche ich euch nicht zu zeigen, das wisst ihr ja. Ja, wie ihr sehen könnt, das Zeug ist sacknass, aber ich habe es trotzdem angekriegt. Da bin ich doch ein kleines bisschen stolz drauf. Ich habe so oft noch nicht mit dem Feuerstahl gearbeitet, aber das geht doch ganz gut. Die Späne waren feucht, die ich gemacht habe. Die Birkenrinde war nass und trotzdem brennt das Feuer. Gut, ich fütter das jetzt noch ein bisschen, bis ich eine ordentliche Glut habe, und dann mache ich mir was zu essen. Bis gleich. Zur Feier des Tages mache ich es mal echt und lege mich auf das nasse Zeug. Ich habe zwar die Matte mit, aber das Gefühl soll ja realistisch sein. Das Feuer nebelt ganz schön, wie man sieht. Ist ja auch richtig so, es ist ja alles nass. Nur bevor der Mensch isst, sollte der Hund was kriegen.
So, Büchse nehmen wir natürlich wieder mit. Mal sehen, ob er schon Hunger hat. Ist ja Mittagszeit, eigentlich hat er. Komm hier. Ja, damit ist das Teil 3 auch geklärt. Was ich mitnehmen würde, wenn ich in der Wildnis ausgesetzt werde, das wäre ein Feuerstahl. Als erstes mein Beil, mein Grenzfuß. Zweitens die Plane, die ist 2,20 auf 3 Meter, das reicht völlig. Und der Feuerstahl. Teil 4 wäre nun mein kleiner Pott. Ist eigentlich auch ein billiges Ding aus Edelstahl. Aber wie gesagt, mir taugt er. Der Pinscher hat keinen Hunger, der will spielen. Ja, der hat so 700 Milliliter. Da ist er nicht ganz voll. Und einen ziemlich gut passenden Deckel. Ich hatte das Ding schon mal vorgestellt, also recht praktisch. Ja, was gibt es heute? Erbseneintopf. Ganz schlicht und ergreifend. Das hängen wir uns einfach übers Lagerfeuer. Schön, dass eine Büchse in die andere passt. Bin nach wie vor von dem kleinen Töpfchen überzeugt. Ich kann ja eh nicht so viel essen mehr. Was da reingeht, da bin ich doppelt satt. Mal sehen, ob ich überhaupt den Inhalt von der Büchse schaffe. Tja, so eine Art Spatenlöffel könnte ich mir jetzt auch mit dem Beil schnitzen, um das realistisch zu gestalten. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich nehme einfach mal so einen Plastiklöffel dafür. Tja, jetzt nimmt das Feuerchen auch schon ganz ordentliche Äste. Und es hat auch in der Grube noch zu genug. Das Schöne an der Geschichte ist, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Laub und Zeug dran mache, ist das ja auch noch dicht. Die Wärme fängt sich hier unter diesem Tarp. Das Feuer ist ja noch direkt unter der Spitze. Und das strahlt auch zurück. Das Einzige, wo es kalt werden könnte, wäre der Hintern hinten. Aber man kann sich ja drehen wie ein Döner. Okay, halten wir mal fest. Schlafsack habe ich keinen, der mir passt im Prinzip. Ich habe zwar einen, aber ich glaube, da würde ich eher auf eine Wolldecke setzen. Den Topf, das Tarp und das Beil, da sind wir bei 4 Gegenständen bis jetzt. Schnur, habe ich gemerkt, brauche ich nicht, lasse ich weg. Worauf ich noch gesetzt hätte, wäre wahrscheinlich das Angelset, weil ich angel seit meiner frühesten Jugend und ich denke doch, dass ich den ein oder anderen Fisch dort gefangen hätte. Aber wie schon gesagt, das ist alles theoretisch, ich würde sowas nicht mitmachen. Das macht meine Gesundheit nicht, das lässt die nicht mehr zu, ich muss Tabletten nehmen und muss gewisse Diäten einhalten, dass ich weiterleben kann. Also für mich ist das nichts. Das ist jetzt nur aus Spaß hier. Und ich muss euch sagen, ich habe es echt warm und gemütlich. Wenn das jetzt noch ein fetter Lemming wäre, der hier braten würde, wäre die Sache perfekt. Aber so tut es auch eine Erbsensuppe. Also für mich ist hiermit das Projekt beendet. Ich habe bis jetzt 4 Gegenstände benutzt. Ja, das Tarp, den Feuerstahl, das Beil. Und den Topf. Eine Wolldecke würde ich auf alle Fälle noch mitnehmen, eine schöne dicke. Und dann denke ich, wäre ich ganz gut gerüstet für so einen Spaß. Alles klar, liebe Freunde. Wie gesagt, die Geschichte ist hiermit zu Ende. Ich baue das Zeug wieder ab, verteile das im Wald, nachdem ich hier gegessen habe.
Ah ja, das dampft schon recht ordentlich. Das ist jetzt fertig. Gut, damit verabschiede ich mich. Macht's gut, bleibt gesund, geht raus, habt Spaß. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, dem Pinscher macht es immer noch Spaß. Jetzt gibt's Futter und dann ist Feierabend für heute. Tschüss!